Geld wird wieder deutlich teurer, ergo die Kapitalmarktzinsen steigen und das ist ein Problem für die Aktienmärkte, die ja gedacht haben, ja, okay, die Fed wird die Zinsen bald senken, gleichzeitig wird die Wirtschaft wunderbar stabil bleiben und die Inflation wird nach unten kommen. Mit den Zinssenkungen sieht es jetzt nicht mehr so richtig gut aus und wenn die Nvidia nicht wäre, dann würde man deutlich besser die Schwäche der allermeisten Aktien in den USA sehen, aber Nvidia kaschiert das Ganze. Aber Indizes wie der Dow Jones, wo keine Nvidia enthalten ist, die zeigen, dass die Dinge doch ein bisschen schwieriger sind. Heute dann das Angstbarometer VIX, zwischenzeitlich über 10% gestiegen, gestern ja schon ein Anstieg. Warum passiert das? Weil viele sich darauf spezialisiert haben, Volatilität zu shorten, also davon ausgehen, dass die Volatilität immer weiter sinkt, die Vola also weiter nach unten geht, der VIX nach unten geht und wenn das dann nicht passiert, dann passiert gerne auch das Gegenteil und dann kommen diese Herrschaften mit ihren Positionen in Schieflage. Schauen wir uns die Gemengelage mal an diesem Mittwoch. Der Dow Jones hat seit dem 20. Mai, als die Headlines groß waren, Dow übertrifft die 40.000er-Marke, jetzt mal entspannt 1.600 Punkte verloren. Ist jetzt allerdings so überverkauft wie zuletzt im Januar, Februar 2022. Wäre also nicht fürchterlich erstaunlich, wenn wir jetzt mal eine Gegenbewegung beim Dow Jones sehen würden. Hier sehen wir das unten nochmal in diesem Chart auf 60-Minuten-Basis. Wir haben positiv. Die Divergenzen sind stark überverkauft im kurzen Zeitfenster, eben auf 60-Minuten-Ebene. Und der Nasdaq 100, wo ja die Nvidia ein wichtiger Teil ist, der ist auf Allzeithoch jetzt in Relation zum Dow Jones. Aber wir sehen, die Volatilität steigt deutlich. Der VIX jetzt wieder über der 14er-Marke, zwischenzeitlich noch ein bisschen höher. Wir sehen auch heute wieder Dow, der schwächere Index neben den Small Caps, die eben besonders unter der Idee leiden, dass die Zinsen nicht so schnell gesenkt werden, die unter den ansteigenden Kapitalmarktzinsen leiden. Und heute ja um 19 Uhr, wenn Sie das Video sehen, ist das passiert, sehen wir nochmal eine Anleiheauktion einer 7-jährigen US-Staatsanleihe. Volumen allerdings geringer, würde mich nicht wundern, wenn man dafür sorgt, dass diese Auktion nach den beiden schwachen Auktionen einer 2- und 5-jährigen Anleihe gestern ziemlich in die Hose gegangen sind, dass also heute die Auktion besser läuft und dann eine Erholung auch bei den Aktienmärkten kommt. Aber grundsätzlich, wie hier ein Analyst sagt, ist es eben nicht gut, wenn die Kapitalmarktzinsen steigen, nicht nur in den USA, sondern in vielen anderen Teilen der Welt, wenn man eine ziemlich teure Bewertung hat in der Summe, was die Indizes im betrifft. Und hier sehen wir diesen Anstieg der Kapitalmarktzinsen, die Benchmark, die 10-jährige US-Staatsanleihe, 4,62%. Deutlicher Anstieg jetzt, auch gestern ja schon nach oben gegangen. Und die Zinssenkungserwartungen jetzt für das Jahr 2024 nur noch 31 Basispunkte, also 0,31%, also ein Zinsschritt. So vielleicht zwei, maximal zwei, so derzeit die Bepreisung. Aber wir haben ja Nvidia, haben Sie heute schon genug KI gesagt, meine Damen und Herren, wenn nicht unbedingt nachholen, das löst alle Probleme. Hedge Funds sind jetzt extrem dick investiert in die Magnificent Seven, vor allem natürlich in Nvidia. Hier sehen wir mal den Unterschied zwischen dem S&P 500 und dem Magnificent 7 Index und da sind ja auch Aktien wie eine Tesla drin, die jetzt nicht mehr so fürchterlich magnificent ist. Also Nvidia ist es vor allem, die die Märkte stützt und wir sehen selten so etwas. Wir haben drei massive Kerzen nach oben bei Nvidia, weit, weit außerhalb des Bollinger Bandes. Wie das möglich ist, das erfahren Sie später. Da gibt es eine bestimmte Mechanik, die zu solchen Übertreibungen führt. Und Nvidia ist jetzt, by the way, im maßgeblichen SPY, das ist das maßgebliche ETF auf den S&P 500, jetzt an Nummer 2, was die Marktgewichtung betrifft, hinter Microsoft, aber vor Apple. Warum auch immer, nach wie vor ist die Marktkapitalisierung ein Ticken geringer bei Nvidia als bei Apple, aber man hat offenkundig schon mal das Ganze geändert hier beim SPY, insgesamt ja der Tech-Sektor, das was gut gelaufen ist, die anderen Sektoren in letzter Zeit eher weniger gut und insgesamt sehen wir dann eben auch, wenn wir jetzt mal den S&P 500 anschauen,
der nicht fürchterlich weit von seinen Allzeithochs entfernt handelt. Und die 5-Tages-Advanced-Decline-Linie, also die Linie, die anzeigt, wie viele Aktien steigen, wie viele Aktien fallen und das in den letzten 5 Tagen, dann sehen wir, deutlich mehr Aktien fallen, aber der Index ist eben nicht so richtig gefallen und auch nicht mehr gefallen sind die am meisten geschorteten Aktien. Das war ja auch so ein Volkssport. Wir prügeln neben dem VIX-Shorten prügeln wir eben die am meisten geschorteten Aktien nach oben, siehe eine GameStop, eine AMC und andere Qualitätsaktien. Jetzt sehen wir, dass diese am meisten geschorteten Aktien, und es gibt meistens gute Gründe, die zu shorten, weil die fundamental halt Schrott sind, dass die jetzt auch wirklich in den letzten 8 Tagen 11% gefallen sind. Und wenn wir nochmal zur Zinsfrage kommen, meine Damen und Herren, dann finde ich, hatte Thorsten Zwock eine sehr treffende Charakterisierung des Problems der Fed gegeben, nämlich die hat ein Reflexionsparadox, denn die Fed will uns oder hat uns vor allem in Gestalt von Jerome Powell ja immer wieder gesagt, naja, also der nächste Schritt wird eine Zinssenkung sein, Zinsanhebung unwahrscheinlich. Erst Kashkari gestern hat klar gesagt, wir sollten nichts ausschließen, auch eine Zinsanhebung nicht, aber dadurch, dass die Fed eben den Märkten immer dieses Zuckerl vor die Nase hält und sagt, ja, ihr bekommt schon eure Zinssenkung, wir wissen noch nicht genau wann, aber ihr bekommt sie ganz fest versprochen, dadurch werden die Finanzkonditionen lockerer. Dadurch geht die Nachfrage nach oben, dadurch bleibt die Inflation oben und dementsprechend sind jetzt die Finanzkonditionen immer noch deutlich lockerer als zu dem Zeitpunkt, als die Zinsen noch bei Null waren und die Fed eben die Zinsen angehoben hat. Und hier sehen wir, dass möglicherweise die Zeiten niedriger Kapitalmarktzinsen vorbei sind. Wir hatten ja einen jahrzehntelangen Abwärtstrend im Grunde bei den Renditen, also den Kapitalmarktzinsen. Notenbanken haben die Leitzinsen gesenkt, die Kapitalmarktzinsen folgten. Jetzt sehen wir, dass wir wahrscheinlich einen mittel- bis langfristigen Aufwärtstrendkanal haben bei Renditen und Zinsen. Das könnte also ein Langfristphänomen sein. Piper Sandler sagt heute in einer Studie, naja, wenn Biden gewinnt, dann werden die Kapitalmarktzinsen weiter nach oben gehen. Ich glaube, das Gleiche wird auch bei Trump passieren, denn der wird die Ausgaben nicht zurückfahren, die beiden Regierungen macht, aber die Einnahmen zurückfahren, indem er Steuersenkungen den Leuten versprochen hat. JP Morgan-Chef Dimon hat heute gesagt, also die Chance einer Stagflation ist höher, als die allermeisten denken. Ja, da hat der Mann vielleicht einen Punkt und das wäre natürlich unschön für die Schuldenlast, die die Amerikaner zu tragen haben. Wir sehen hier mal die CBO Predicts, also das, was das Budget Office des amerikanischen Parlaments, wenn man es mal so bezeichnen will, an Prognosen gibt und sagt, ja, wir werden jetzt immer höher kommen in Sachen Zinsbelastung in Relation zum BIP. Im Jahr 2030 werden wir dann in Richtung 4% unterwegs sein. Also 4% dessen, was die Amerikaner erwirtschaften, knapp 4%, muss dann alleine nur für Zinsen gestreckt werden. Zinsen ja nach dem Sozialbereich der zweithöchste Ausgabenposten schon inzwischen vor Verteidigung. Wenn diese Annahme zutrifft, dann ist aber nicht eingepreist sozusagen, dass es zu einer Rezession kommt. Wenn eine Rezession kommt, dann dürfte die ganze Geschichte noch deutlich heftiger werden. Und Inflation und Rezession, hier mal wieder zurück zur Inflation. Hier geht ein Video auf TikTok viral, das ein amerikanischer junger Mann gemacht hat. Und zwar, der hatte vor einem Jahr die Preise in Supermärkten fotografiert mit seinem Handy und ist am selben Tag vor einem Jahr heute wieder in die Supermärkte gegangen und hat wieder die Preise fotografiert und das dann verglichen, hat gesagt, von wegen hier ein bisschen Inflation. Nein, die Inflation, die liegt deutlich höher. Das ist natürlich, wie soll man sagen, ein Stück weit subjektiv. Der Warenkorb ist eben definiert, aber das, was wahrscheinlich die Leute wirklich an Inflation vergegenwärtigen, ist höher als das, was sozusagen offiziell ausgewiesen wird. Seit Biden angetreten ist ja die Inflation 19%. Aktuell liegt die Inflation zum Vorjahr so bei 3,4%. Das täuscht so ein bisschen drüber hinweg, wie stark die Preise gestiegen sind. Und die Preise könnten weiter steigen, wenn diese Rallye der Rohstoffe anhält. Die Commodities, bisher das beste Asset vor Aktien in diesem Jahr, wie Sie hier sehen.
vor allem Kupfer, ist sogar noch besser gelaufen als Tech-Aktien und Gold. Wir sehen ganz unten Treasuries, also die US-Staatsanleihen. Die Kurse fallen ja, wenn die Renditen steigen. Und hier sehen wir mal, dass interessanterweise der Anstieg der Rohstoffpreise oben in diesem Chart überhaupt nicht eingepreist ist, im Prinzip bei den Inflationserwartungen, die ja auch an den Märkten gehandelt werden. Gestern hatten wir ja den besten Tag für Commodities, für Rohstoffe seit Oktober. Heute ist das so ein bisschen auskonsolidierend. Was ist besonders deutlich gestiegen? Natural Gas, also Erdgas, Silber und Wheat. Das sind diejenigen, die richtig hier gezogen haben und nach wie vor ziehen. Auch Kupfer steht gut da. Also, wir sehen, das ist jetzt ein spannender Faktor, zumal wir eigentlich Signale sehen, dass es vielleicht mit der Konjunktur, mit der Wirtschaft in den USA nicht so gut bestellt ist. Warum denn sonst fallen die Transportwerte, die ja als eine Art Frühindikator für die Wirtschaft gelten, so deutlich ab, obwohl sie lange ja parallel zum S&P 500 gelaufen sind? Das scheint jetzt vorbei. Gucken wir nochmal nach Deutschland, meine Damen und Herren. Die Inflation steigt von 2,2 auf 2,4%. Das hat dann auch die Anleiherenditen in Deutschland nach oben gebracht, in Europa nach oben gebracht. Also hier auch in Europa steigen die Kapitalmarktzinsen. Und warum ist die Inflation wieder höher? Da sagte der Jörg Krämer, das ist wegen die stark steigenden Löhnen. Und er hält die Absicht der EZB in der nächsten Woche ja, die Zinsen zu senken, für riskant. Das sei ein gefährliches Unternehmen, so Jörg Krämer, der Chefvolkswirte der EZB. Aber wir haben ja eine grandiose EZB, die sich in Gestalt von Frau Lagarde sehr um das Klima kümmert und eben alles umstellen will auf die grüne Transition. Dass das hochinflationär ist, ist den Herrschaften in Frankfurt vielleicht jetzt ja noch nicht aufgefallen, gell? Ja, mei, das wäre transitorisch, gell? Wie damals die Inflation transitorisch, das bleibt doch nicht, das ist doch ein vorübergehendes Phänomen, sagen wir mal, das ist in 200 Jahren schon wieder vorbei. Ne? Also da hat die EZB natürlich völlig recht. Abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in den Feierabend entlasse, drei Empfehlungen heute. Nvidia Hype, Hedge Funds sind all in, haben wir vorhin gesehen, aber ein Nobelpreisträger warnt, das ist eine Blase, die Euphorie wird von der Realität eingeholt werden, die Leute erwarten zu viel. Was es damit auf sich hat, warum der gute Mann das sagt, in der ersten Artikelempfehlung, gerne weiterempfehlen über diese Buttons, die Sie hier oben über dem Artikel dann sehen. Und die Erklärung für das, was vor allem gestern passiert ist, ist mit einem Wort Optionen. Jemand hat kommentiert heute Morgen mein Video, ich hätte das mit diesen Market Makern oder den Dealer, also den Verkäufern der Option, erst 855 Mal erklärt und da habe ich ein schlechtes Gewissen bekommen. Was, erst 855 Mal? Da muss ich das in Zukunft noch ein bisschen stärker betonen, wenn ich das so sträflich vernachlässige. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Ihnen das mal als Artikel jetzt zu präsentieren und zu zeigen, wie wichtig diese Optionen sind, wie die Mechanik da funktioniert, wie eben so etwas passieren kann, dass die Nvidia-Aktie gestern nochmal durch die Decke geschossen ist. Zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, die Bundesregierung hat beschlossen, die Renten stabil zu halten. Also bei 48%. Und das Ganze geht natürlich nur, wenn die Jungen die Zeche dafür bezahlen. Anders ist das nicht möglich. Was da alles genau für Konsequenzen zu erwarten sind, das erfahren Sie in diesem Artikel. Also drei Artikel unter dem Video verlinkt. Und jetzt sage ich erst einmal Servus. Ciao.